Nach Bethesda. Kennt ihr alle. Man kann sie mögen, man kann sie aber auch nicht mögen. Ich persönlich liebe ihre Spiele. Starfield ist eh gerade im Hype und ich bin ebenfalls voll im Hype, was das angeht. Aber so richtig genial, muss man ehrlich sein, ist das Ding nun auch nicht unbedingt geworden. Die angeblichen nicht vorhandenen Ladezeiten, die sind da. Die, hey, du kannst überall auf dem Planeten landen und einmal im Kreis gehen, das ist dank unsichtbarer Wände dann doch nicht ganz der Fall. Und im Großen und Ganzen hat Bethesda das gemacht, was sie oft machen, hier und da ein wenig flunkern und sich halt auch ein wenig darauf verlassen, dass auch durch zum Beispiel Mods ihr Spiel Step by Step immer besser wird. Ein typisches Bethesda-Game halt. Bei Starfield können die Meinungen nun hier und da etwas auseinandergehen, aber ehrlicherweise möchten wir uns heute vor allem auf die Bethesda-Games konzentrieren, wo die Firma richtig krass verkackt hat. Und falls ihr jetzt dacht, oh, ich hätte aber Bock auf ein positives Video über Bethesda, kein Problem, haben wir für euch auch schon vorbereitet, findet ihr jetzt schon oben rechts in der Infocard und nachher auch in der Endcard. Das letzte Projekt, bei dem Bethesda so richtig hart verkackt hat, zumindest für mich, war Redfall. Und bevor jetzt hier jemand reinschreit, ich weiß, Redfall ist nicht direkt vom Bethesda entwickelt worden, sondern von den Arcane Studios, aber hey, Bethesda ist eben nicht nur eine Entwicklerfirma, sondern auch ein Publisher und genau das waren sie für Redfall. Ich frage mich auch noch immer, wieso da niemand wirklich interveniert hat. Spätestens als Publisher in der Größenordnung und mit der Erfahrung hätte man doch etwas früher merken müssen, dass hier einiges nicht stimmt. Wir haben über Redfall auch schon länger gesprochen, deswegen mache ich es relativ kurz. Das Spiel ist einfach nicht so unterhaltsam wie erhofft. Ja, das pure Gunplay hat zwar Spaß gemacht, aber alles andere nicht. Und diverse Bugs gab es auch noch, unglaublich lange Ladezeiten. Und anders gesagt, alles, was mit dem Nichtschießen zu tun hatte, war in dem Ding einfach maximal Mittelmaß und man erwartet vom Bethesda dann doch einfach mehr. Aber ehrlicherweise frage ich mich auch manchmal, warum eigentlich? Denn bereits einige Jahre vorher hat Bethesda dieses Ding hier rausgebracht, Fallout 76. Das Spiel ist ehrlicherweise ein pures Meme gewesen und mittlerweile zwar besser, aber es hat nie die Qualität erreicht, die es eigentlich hätte haben sollen, beziehungsweise die der Name Fallout eigentlich voraussetzt. Zum Release im Jahr 2018 war dieses Spiel einfach nur schrecklich. Fallout 76, das Live-Service-Game und demnach Online-Rollenspiel der Fallout-Reihe, hat einfach so viel Potenzial. Ja, aber viel Potenzial haben heißt ja nicht automatisch, dass man dann auch ein gutes Spiel wird. Das Ding war einfach nur leer und weil es ein reines Online-Game war, konnte Bethesda auch nicht mal irgendwie auf die Modder-Community sich verlassen. Und zugegebenermaßen wüsste ich auch gar nicht mehr, wie sie das Ding hätten retten sollen. Aber das Spiel war ja auch nicht nur schlecht aufgrund der langweiligen Story, der zu Beginn fehlenden NPCs, der nicht vorhandenen Quests, den ganzen technischen Schwierigkeiten und, muss ich hier jetzt wirklich noch weitermachen? Nein, nein, man hat sich damit einen Skandal nach dem anderen erlaubt. Denn nachdem ihnen 40 Euro für das unfertige Basisspiel noch nicht genug waren, gab es natürlich auch noch die 200 Euro Collector's Edition. Das an sich ist jetzt nichts Schlimmes. Collector's Editions kosten halt gerne auch mal ein paar hundert Euro und können auch ehrlicherweise ziemlich cool sein, wie bei Titanfall zum Beispiel. Immer noch meine Lieblings-Collector's Edition. Die Figur, die dabei war, ist einfach bis heute grandios. Bei Fallout 76 sah das aber ein bisschen anders aus. In der Power Armor Edition sollte ein exklusiver Steelcase, 24 Sammelfiguren, eine im Dunkeln leuchtende Weltkarte, Ingame-Bonus-Items, ein Power-Rüstungshelm und eine West-Tech-Tasche aus Segeltuch enthalten sein. Die Betonung liegt hier auf dem Wörtchen sollten. Denn sagen wir es mal so, die Tasche aus Segeltuch war schlichtweg ein Sack aus Nylon und Bethesda hat recht, naja, harsch bzw. abweisend auf Beschwerden reagiert. Zitat, wir planen nicht irgendetwas zu tun. Ja, sehr schön. Das ist doch dann sehr vertrauenserweckend. Die Entschuldigung folgte zwar auf Twitter, ich meine natürlich X, aber ja, das blieb trotzdem bei dem genannten Ergebnis. Außerdem gab es 500 Atoms als Entschädigung. Das ist die Ingame-Währung des Shops und umgerechnet ca. 4,50 Euro. Cool. Das ist ehrlicherweise lächerlich, denn, okay, müssen wir nicht drüber reden, warum das lächerlich ist, aber hey, es ging noch weiter. Um diese 500 Atoms zu bekommen, wurden die Spieler aufgefordert, den Kundensupport zu schreiben. So weit, so, naja, gut. Irgendwie muss man ja die Bestellungen mit den Spielerkonten verbinden, aber tja, dann kam ein Datenleck. Dabei waren manche User befähigt, die Support-Tickets anderer User zu sehen, inklusive Namen, Adressen und Zahlungsmittel. Vollständige Zahlungsinformationen, wie die Kreditkartennummern, glücklicherweise zwar nicht, aber trotzdem viel zu viele Informationen. Die Webseite wurde daraufhin natürlich erstmal geschlossen, der Fehler wurde behoben und dann war doch alles okay, oder?
Oder? Nein, natürlich nicht. Der Skandal um Fallout 76 ging immer weiter und weiter. Schließlich war der Ingame-Shop noch nicht voll genug mit Microtransactions. Bethesda dachte sich, da geht noch mehr. 2 Jahre nach Release wurde also Fallout First released. Das ist ein monatliches Abo für Premium-Inhalte im Game. Für ganze 14,99 € im Monat erhältst du endlich die Möglichkeit, private Welten zu öffnen. Cool! Dazu gibt es auch noch benutzerdefinierte Welten, in der bestimmte Regeln angepasst werden können, sowie Verwertungs- und Munitionskisten, die dir unbegrenzt Stauraum fürs Crafting und Munition bieten. Der reine Wahnsinn für jeden Loot-Sammler. Dann noch ein paar Cosmetics, das ist ja klar und war auch irgendwie zu erwarten, genauso wie monatliche Atoms, also die Ingame-Währung, aber halt... Das war eben auch noch nicht das Beste daran. Denn eigentlich klingt dieses Paket ja gar nicht so schlimm, wenn man sich das mal genauer anschaut. Du bekommst ein paar Vorteile, ein paar Cosmetics, aber du musst halt nichts kaufen, um Spaß am Spiel zu haben. Du hast ja auch schließlich 40 € Vollpreis gezahlt. Ja, ja. Es gibt aber leider auch noch den Pay-to-Win-Aspekt. Ja, du hast richtig gehört. Mit im Paket ist das Überlebenszelt. Sozusagen ein Schnellreisepunkt inklusive deines Lagers, Schlafsack und allen möglichen, was man in-game zum Überleben braucht. Und dieses Zelt kannst du natürlich überall aufbauen und damit hast du einen enormen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Ja, gut, das war's denn jetzt auch mit dem Skandal zu Fallout 76? Nein, natürlich noch nicht. Zusammen mit dem Fallout First Paket kamen nämlich natürlich auch noch unzählige neue Bugs ins Spiel. Und hey, das Überlebenszelt hat auch manchmal für einen kompletten Game Crash gesorgt, weil, ach Gott, warum auch nicht. Andere Spieler konnten auch irgendwie ihre Welten nicht wiederfinden und es ist halt wirklich schlimm. Ein Fan war über dieses ganze Subscription-Modell dann so sauer, und ich weiß gar nicht, ob sauer der richtige Ausdruck ist, dass er die Fallout First Webseite bis ins Detail nachgebaut hat und alles in Fallout Fuck You First umbenannt hat. Und diverse andere Wortspiele. Dafür hat er auch einen entsprechenden Domain gekauft, weil der war wirklich angepisst. Und ja, die Webseite gibt's immer noch. But wait, there's even more. Während und nach der Entwicklung des Spiels gab es immer wieder Berichte von daran beteiligten Personen, dass die Arbeitsbedingungen wirklich unter aller Sau gewesen sein sollten. Da gab es unmenschliche Crunch-Zeiten, super viel Druck, eine extrem hohe Mitarbeiterfluktuation und bei all dem ist ja auch nur logisch, dass das dann auch irgendwann mal ein schlechtes Spiel werden muss. Da können die einzelnen Entwickler ehrlicherweise auch gar nicht so viel für, außer Bethesda selbst bzw. die Unternehmensführung. Fallout 70, nix, sag ich da nur. Bethesda wäre aber nicht Bethesda, wenn das einzige Spiel gewesen wäre, wo sie, ich sag mal so, gefailt hätten. Da ist er ja wieder, der gute alte Sommer. Genießt die Sonnenstrahlen und genießt noch einmal schöne Wärme. Und vor allem genießt dazu den passenden Sommer- und Erfrischungsdrink. Oh nein! Du hast noch keinen? Na gar kein Problem. Check doch mal diesen QR-Code oder den ersten Link in der Videobeschreibung und beim angepinnten Kommentar aus. Da landest du nämlich bei unserem Partner Just Legends. Und der hat natürlich auch mal wieder was Neues parat. Den Hydration Drink Gurke Minze. Ja, richtig gehört. Gurke Minze. Das Ding schmeckt einfach nur hervorragend und ist sofort zu meinem neuen Lieblingsgeschmack von Just Legends geworden. Das Ganze übrigens auch ohne Koffein. Das heißt, das kannst du auch um 2 Uhr morgens wegsippen und danach entspannt ins Bett gehen. Und nein, keine Sorge, Zucker ist da natürlich auch nicht drin. Die Zubereitung ist wie bei jeglichen Just Legends Produkten auch super easy. Einfach einen Löffel vom Pulver nehmen, im Shaker ordentlich durchshaken und dann ja, genießen. Übrigens, mein kleiner Tipp, ein paar Eiswürfel machen das Ganze gerade bei den aktuellen Temperaturen noch angenehmer. Falls Gurke-Minze nicht dein favoritisierter Geschmack ist oder du doch etwas mit Koffein benötigst aus natürlichen Guarana, dann check unbedingt die weiteren Produkte von Just Legends aus. Da gibt's für jeden etwas, auch für euch Milkshake-Liebhaber. Und egal für welchen Geschmack ihr euch entscheidet, nutzt beim Checkout unbedingt den Code GAMINGCLERKS, um bei der Bestellung 15% zu sparen. Schauen wir uns mal die Elder Scrolls 4 Oblivion an. Bevor es veröffentlicht wurde, hat Bethesda Material an die ESRB geschickt. Das ist das Entertaining Software Rating Board in Amerika und entscheidet, ab welchem Alter die Spiele freigegeben werden. Das ist quasi deren USK. Und genau die haben ein T, also für Teen, also 13+, vergeben. Aber dann kam die Modding Community und welche Mods muss es natürlich als erstes geben? Ja, richtig, genau diese. Ja, diese, genau. Ich darf das Wort brauche ich nicht nennen, weil dann wird hier irgendwie dieses Video gelb und hat keine Monetarisierung mehr. Aber genau das, woran du denkst. Und hey, ist doch logisch. Ist doch immer so. Es wurde also die Unterwäsche weggemoddet und zum großen Erstaunen der Modder gab es die nackten Charaktermodelle in-game einfach schon. Damit hat Bethesda den Moddern quasi Arbeit abgenommen. Bethesda hat nämlich den Charakteren einfach nur was übergezogen. Also, das kann man ja auch so machen, ist ja auch normal so, klingt auch irgendwie logisch. Das hat aber im Nachhinein für Probleme gesorgt. Denn
Die ESRB fand das Ganze nicht mehr so lustig. Normalerweise haben externe Mods keinen Einfluss auf die Einordnung eines Spiels, allerdings waren die nackten Charaktermodels ja technisch im Spiel schon enthalten. Man hat ihnen einfach nur was angezogen, aber technisch gesehen waren sie ja nackt. Dementsprechend waren sie auch Bestandteil des Spiels und das hat dann dazu geführt, dass man das Rating nachträglich auf ein M gewechselt hat, also 17+, also das Spiel nur noch für Erwachsene quasi verfügbar gemacht hat. Normalerweise hätte nur das vermutlich nicht zu einer Änderung geführt, allerdings wurde sich ebenfalls beschwert, dass Bethesda von einigen Szenen nur sehr dunkles oder verschwommenes Material an die Behörden gesendet hätte. Tja, wenn man allerdings mit einer Fackel durch die Gegend rennt, was ingame ja durchaus möglich sein sollte, dann sieht man die verstümmelten Leichen in einer Höhle in voller Qualität und upsidupsi, das kann man ja auch mal vergessen, so einzusenden. Etwa einen Monat nach Oblivions Veröffentlichung gab es tatsächlich aber auch schon das erste DLC, wobei DLC muss man hier noch in Anführungszeichen setzen. Wobei, anders. Zu dieser Zeit gab es quasi noch gar keine Microtransactions. Bethesda hat diese sinngemäß erfunden. Und das Ganze mit der berühmten Horse Armor. Für ganze 2,50 Euro. Ich weiß, heute wird sich da keiner mehr drüber aufregen, aber damals war das ein gigantischer Shitstorm. Du hast für 2,50 Euro zwei Rüstungen bekommen, die die Lebensleiste deines Pferdes erhöht haben und vielleicht auch, na, sah es denn ein bisschen schicker aus. Mehr allerdings nicht. Wie gesagt, nach heutigen Standards ist das nichts, worüber man sich aufregen sollte, aber damals war es halt neu, für solche Inhalte Geld zu bezahlen und es wurde sich darüber aufgeregt. Übrigens, kleine Anmerkung, da sieht man mal, wie etwas sich mit der Zeit dann irgendwann normalisiert, wenn die Firmen einfach das Ding durchziehen. Wie gesagt, heute wird sich darüber keiner mehr beschweren, damals haben sich alle darüber beschwert, aber weil Bethesda und auch andere Unternehmen einfach durchgezogen haben, naja, es ist heute halt die Normalität. Wir Gamer akzeptieren einfach viel zu viel und fressen viel zu viel und bezahlen ehrlicherweise für viel zu viel. Aber das haben wir schon mal in einem anderen Video geklärt. Wie gesagt, 2006 sah das alles noch ein bisschen anders aus. Damals waren DLCs wirklich umfangreiche Elemente und haben die Hauptstory zum Beispiel verbessert oder sogar erheblich erweitert und das Spielgefühl entweder sogar erneuert oder auch hier erweitert. Die guten DLCs tun das auch heute noch, aber auch nur die guten. Die Community hat sich von dem Horse Armor DLC also absolut verarscht gefühlt. Denn im Gegensatz zu dem ein Jahr später releaseden 10 Euro DLC mit knapp 30 Stunden mehr Inhalt, wirkte das halt auch einfach, selbst damals, richtig frech und schweineteuer. Die Horse Armor entwickelte sich über die Zeit zu einem Internet-Meme und hey, heutzutage ist es nicht mal mehr ein Meme, sondern ehrlicherweise nur der Startschuss für die ganzen Microtransactions, die wir heute in großen Spielen haben. Aber ehrlicherweise war damals schon deutlich, Bethesda möchte mehr Geld mit ihren Spielen verdienen. Die haben sich also in ihre Runde so hingesetzt und so ein bisschen gebrainstormt, was man noch so machen könnte. Und hey, das macht man als Firma ja auch und überlegt sich, hey, wie könnten wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen? Und da kam irgendjemand die großartige Idee, was, wenn wir Geld für etwas verlangen, was bisher eigentlich immer kostenlos war, zum Beispiel Mods. Und wisst ihr was? Mods, die wir gar nicht selbst erstellt haben. Ich meine, Mods haben unsere Games doch großartig gemacht und deswegen lieben sie so viele, dann können wir doch einfach mal Geld dafür verlangen. Das ist eine super gute Idee gewesen. Außerdem hat sich Bethesda ja auch überlegt, hey, die Modder, die kriegen ja auch ein bisschen was ab vom Kuchen. Wie wär's mit 25%? Das klingt doch fair. 25 für die, 75 für uns. Das ist doch, kann man doch mal machen. 2015 hat Bethesda in Zusammenarbeit mit dem Steam Workshop Paid Mods eingeführt, wobei 45% der Einnahmen an Bethesda und 30% an Steam gingen. Der Rest ging dann an die Modder. Die haben natürlich auch die Hauptarbeit bei den Mods geleistet. Bethesda hat jetzt nicht groß Support gegeben und man muss auch immer bedenken, manche Bethesda-Spiele waren ohne Mods, zum Beginn vor allem, unspielbar. Und hey, wann bekommt man schon mal die Möglichkeit, mit seinem Hobby Geld zu verdienen? Dennoch war die Preisaufteilung recht unfair und der Backlash natürlich ziemlich groß. Aus diesen Paid-Mods entwickelte sich dann übrigens der zu der Zeit am schnellsten wachsende Subreddit, Mod Piracy, wo man die Mods natürlich wieder kostenlos bekam. Nach ganzen 4 Tagen Shitstorm wurde das Feature aber auch sofort wieder entfernt. 2017 wurde stattdessen der Creation Club ins Leben gerufen, der irgendwie ein ähnliches Modell zu fahren schien. Das ist eine Art Shop, mit dem Bethesda ausgewählte Mods wieder verkaufen konnte. Allerdings hat das nichts mehr mit dem Steam Workshop zu tun. Die kostenlosen Mods blieben also erhalten und es folgte daraus eben kein neuer großer Shitstorm. Und dann hat Microsoft 2021 Bethesda bzw. die Mutterfirma ZeniMax Media gekauft und damit sind all die Skandale dann auch zu Ende gewesen, oder? Ja, nein. Starfield ist das erste hauseigene Bethesda-Spiel, was seit der Übernahme released wurde. Wir müssen also abwarten, wie viel sich da am Ende wirklich auch verändert hat. Ich hoffe wirklich viel. Vor allem hoffe ich, dass extreme Crunch-Zeiten und miese Arbeitsbedingungen der Geschichte angehören. Was denkt ihr darüber? Welchen Fail habe ich eurer Meinung noch vergessen? Schreibt's gerne mal in den Kommentarbereich.